Moin, in der letzten Folge haben Jo und Kawa den Plan gefasst, dass man sich jetzt irgendwie gefälschte Dokumente holt und dann zu der Mutter von dem Typen, den sie suchen. Das habe ich nicht mal erwähnt, ne? Ja, auf jeden Fall zu der hingehen und die dann bequatschen, damit sie eine Verbindung zu dem Sohn schafft, wegen der Kinder. Es geht ja immer nur um die Kinder und eigentlich ging es ja auch in der letzten Folge nur wieder um Kinder. Gut. Was mir gerade eingefallen ist, das hatte ich irgendwann mal nicht erwähnt. Der Dude, den sie suchen, der hieß ja eigentlich irgendwie hieß der Khrushchev, irgendwie so ein Shit. Und in irgendeiner Zusammenfassung hat Ruby dann gesagt, nee, der hieß ja Krischer, den wir suchen. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, was merke ich mir auf so einen Scheiß. Und ihre Erinnerung war wohl etwas trübsam. Die schreibt ja auch nicht mit. Ich auch nicht, aber ich muss ja nicht. Und deswegen heißt er jetzt auch immer Krischern. Das ist, das ist ganz wichtig. So, und jetzt kommt er gleich noch ein bisschen erneut meine mathematisch-logischen Fertigkeiten und Denkstrukturen live quasi, oder nein, im Vollzug beobachten. Viel Spaß und bleib geil. Ich schäme mich nicht, ich habe Abitur. Schön. Schön, schön. Schön, schön. Passend zum Jahresende gibt's ganz wieder 1000 Kinder. Super. Ihr Kinderlein kommt. Das erst dann zum nächsten Jahr. Ja. Wie weit ist die Alte jetzt? Ich habe jetzt den Geburtstermin auf April festgesetzt. Sind da die anderen nicht auch geworden? Von Tamira? Das kann aber nicht. Wieso kann das nicht? Weil du gesagt hast, dass sie jetzt im zweiten Monat ist. Im Oktober. Februar, mein Freund. 6 Monate, Orks. Mhm. März. Wir einigen uns mal lieber auf März. Na gut. Nee, warte mal. Februar, wenn die jetzt im zweiten Monat ist. Ja, sag ich doch. Was wollt ihr denn von mir? Der Spielleiter hat natürlich immer recht. Ja, der Spielleiter hat recht. Die brauchen halt ein bisschen länger zum Reifen. Wir machen die einen Tag nach Valentinstag. Perfekt. Kann das sein, dass ich die Geburt der anderen beiden Plagen überhaupt nicht eingetragen habe? Doch. Die. Ach da, Geburtstag Juni haben die. Juni. Easy. Busfahrer? Nee, das muss was anderes gewesen sein. Ah ja. Genau, du hast ja dann die Daten, ne? Also das Ding. Ja. Da steht drauf, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und... Ja, vor allen Dingen Unterstützung im Sinne von wer schon Geld geben. Du weißt ja, dass man Drogenverkäufer immer erstmal sagt, ja, das ist zwar eigentlich gar nicht so schlimm, aber die unterstützen ja auf jeden Fall Terroristen. Der Typ, der 1 Gramm Marihuana verkauft hat, der hat ja damit quasi die ISIS übelst nach vorne gebracht. Na klar. Na sicher. ISIS. Ja, ISIS. Easy. Nee, warte mal, das war was anderes. Ja, aber es gefiel mir in dem Moment. Jodi, auf meinem Kalender steht übrigens, in 6 Tagen Treppensteigen 2 Wortsätze. Ja, gut. Sehr schön. Und magische Ausstellung, 30. Oh Gott. In 20 Tagen geht's richtig los. Oh Gott. Geil. Ja, ich hol das Dokument ab. Ja, das hast du. Okay. Ich bleibe ein bisschen länger da, um meiner Schuld Genüge zu tun. Stimmt, ich habe keinen Applaus mehr. Okay, cool. Deiner Schuld ist Genüge getan. Ja. Genau. Und ja, dann werden wir den Wisch haben. Der Satz ging bestimmt noch weiter, oder? Ja, dann lassen wir uns von Demian mal den Kontakt herstellen. Naja, der fragt dann quasi, der will ja Zeit haben, der Dude dann. Und dann gibt er euch die genaue Adresse und alles und dann könnt ihr halt zu ihr nach Hause kommen. Ich sag mal, ihr müsst auch nicht direkt anklopfen. Die Türen werden sich euch wie von Zauberhand öffnen. Das ist so wunderschön. Nein. Weiß man eigentlich, wie magisch die Alte ist oder weiß man darüber gar nichts? Die Frage habe ich mir vor uns auch gestellt und dann dachte ich mir, Gefängnisdossier ist doch bestimmt so ein Scheiß wie Mutter mit drin.
Theurgisch. Religiöse Fanatikerin. Hey, das hat niemand gesagt. Und wie wird man sowas ausdrücken? Man wird vermutlich sagen, dass sie doch Geisterbeschwörung da ihren Shit kann. Und da sie bei Evo gearbeitet hat, verfügt sie natürlich schon über kleinere Implantate. Das Beste aus beiden Welten. Alles klar. Schön. Also, sie verfügt noch über ein Implantat und die restlichen musste sie leider beim Konzernaustritt ja dann wieder abgeben. Ich nehme trotzdem an, dass die jetzt, auch wenn sie sich mit Geisterbeschwörung auskennt, jetzt nicht der Ultimate-Magier ist, sonst würde sie vermutlich noch bei irgendeinem Konzern arbeiten als Magier. Ich meine, die hat sich halt nur spezialisiert auf Engel. Mhm. Die ist vermutlich nicht die übelste Magierette. Okay. Dann wird sie viel Spaß haben mit dem Engelchen, das Jojo mit ins Haus bringt. Das macht sie natürlich. Das macht die nicht, es sei denn, die taucht von alleine auf, aber das hoffe ich erstmal nicht. Sie meinte Kavan. Mhm. Genau. Kavan als Putte wäre halt auch richtig schön, muss ich sagen. Als Putte? Ja. Kannst du jetzt nicht abstreiten. Was ist denn eine Putte? Diese kleinen Baby-Engelchen, die du überall hängst. Die dicken Kinder. Genau, die dicken Kinder mit den Flügelchen. Und den goldenen Locken. Okay. Kavan ist eine Anti-Putte. Was? Also. Ich habe keine Pute. Also, Kavan-Anzug, Jojo-Hosenanzug, wunderbar. Richtig. Die laufen da richtig schön Schnieke rum. Ich habe eine Sonnenbrille auf. Solltet ihr auch. Es ist B-Gebiet. Nee. Okay. Ich habe eine Sonnenbrille auf. Ich bin der König der Welt. Mhm. Wie heißt die eigentlich? Nur damit ich sie gleich ansprechen kann. Das ist Frau. Und wie heißt der Sohn richtig? Heißt der wirklich Krishan? Ja. Okay. Das ist Frau Fina Domorov. Domorov. Okay. Fina Domorov. Und Krishan Domorov. Gut kombiniert. Sherlock. Ach so, die war Zeit ihres Lebens übrigens. Wie nennt sich das? Weiß ich nicht. Alleinstehend, aber Evo hat ja quasi ein Kind eingepflanzt auf ihren Wunsch. Ah. Mit dem besten Sperma, das sie auftreiben konnten. Yay. Nur das Beste für Fina. Ich nehme an, dann werden wir strammen Schrittes bei der alten klingeln. Oder da reingehen vielmehr. Sehr gut. Ihr hört aus dem Badezimmer ein Glucksen. Ein Spritzen. Die ist quasi in der Dusche. Nee, Badewanne. Das ist ein B-Gebiet. Oh. Dann setzen wir uns am besten hin und warten. Ihr kommt eine kurze Nachricht von eurem Kontakt, das den Panic-Button aktiviert hat. Ist er jetzt nur nicht direkt aktiv. Okay. Die kommt jetzt halt auch innerhalb der nächsten 3 Minuten nicht raus. Dann klopft Jojo an die Tür. Frau Domorov? Frau Domorov, würden Sie bitte herauskommen? Wir haben etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Ja, du hörst ein Klappern. Sie öffnet jetzt die Tür. Sie sagt, nein, vielmehr, sie sagt noch, Frau Domorov, ich öffne jetzt die Tür. Ja gut, dann wirst du die sehen, wie die an der Wand steht, mit umschlungen, mit Handtuch und mit, was hat man im Bad für Waffen? Lady Shave, nee. Föhn, nee. Also,
unbewaffnet, aber abwehrend. Die hatte ich anscheinend noch nicht als Polizöse erkannt. Genau. Jojo holt, genau, das Comlink, da war ja irgendwie auch sowas drauf, wo man so tun kann, als wäre man Bulle, ja? Nee. Ach so. Aber wie gesagt, unabhängige Dienstleister. Mein Name ist Kascherow und ich bin im Auftrag der Moskauer Polizei bei Ihnen. Es geht um Ihren Sohn. Oh Gott sei Dank. Oh Gott, nein. Dürfte ich mich kurz... Selbstverständlich. Jojo geht wieder raus und schließt die Tür. Gut, na, die wird sich anziehen, dann wird sie rauskommen. Ja, der Kaffee wird bereitstehen, den ich gemacht habe. Ich habe nicht Entkoffeinit genommen, weil der schmeckt scheiße. Gut, dann kann Jojo davon nichts trinken. Muss auch ja auch nicht. Auch Schwangere dürfen Koffein trinken. Aber eher wenig. Genau, in Maßen. Und man soll. Ist Kaffee halt nur das Getränk mit dem höchsten Koffeinanteil, ne? Ja, aber eine Tasse Kaffee darf man, eine kleine Tasse Kaffee darf sie ja wohl. Das machen, normalerweise machen die das dann, um ihren Kreislauf wieder hochzukriegen. Und ja, selbst Kavan weiß das so einen Scheiß auch nicht. Ja, das ist natürlich. So, nichtsdestotrotz wird Jojo eher darauf verzichten. Das ist ja nett. So, die kommt dann. Das ist und echter dann Kaffee. Setzt sie sich an den Tisch. Ist echter Kaffee mit Schokolade. Frau Domerov, das ist mein Kollege. Ja, ja, was ist denn jetzt mit ihm? Also, wir haben unlängst Informationen erhalten, dass ihr Sohn Kontakt mit einigen Organisationen hat, die im Verdacht stehen, terroristische Aktivitäten gefördert zu haben. Und ihr Sohn indirekt, weil er sich mit diesen Organisationen eingelassen hat. Wir kommen auf sie zu, um ihrem Sohn über sie indirekt die Möglichkeit zu bieten, möglichst unbeschadet aus dieser ganzen Geschichte herauskommen zu können. Sie holt jetzt das Papier raus. Oh Gott. Im Gegenzug brauchen wir Informationen von ihrem Sohn, und zwar bezüglich dieser Organisationen. Wir können ihm dafür zwar keine volle Straffreiheit gewähren, allerdings den Schutz, den er in den nächsten Jahren auf jeden Fall benötigen wird, und eine massive Straferlassung. Aber das... Ich kenne doch meinen Krishan, das wird er doch niemals machen. Oh Gott. Ihr Sohn war bereits im Gefängnis. Das ja, aber es war auch immer so ein guter Junge. Manchmal können die falschen Freunde zum falschen Zeitpunkt leider zu so einer Karriere führen. Das wäre nicht der erste Fall. So lebensfroh, so aufgeschlossen. Wie gesagt, mit diesem Angebot hätte er die Möglichkeit, möglichst glimpflich herauszukommen. Es kann sehr gut sein, dass er gar nicht wusste, wo er da hineingezogen wurde. Ja, so war das sicherlich. Was genau muss ich jetzt tun? Wir brauchen Kontakt zu Ihrem Sohn und hoffen, dass Sie uns diesen Kontakt vermitteln können. Oder ein gutes Wort für uns einlegen. Ich glaube nicht, dass er mit Ihnen kooperieren will. Das ist möglich. Aber Sie, als seine Mutter, wissen doch sicherlich, was das Beste für Ihren Sohn ist, nicht wahr? Wenn ihn irgendjemand überzeugen kann, dann doch vermutlich Sie. Und wie sieht dieser Schutz aus? Er wird eine neue Identität bekommen, er wird
aus Moskau weg müssen dafür. Aber er würde dann auch eine andere Sinn bekommen, oder? Selbstverständlich. Eine, die nicht kriminell ist. Das würde er. Und sie würden ihm bestimmt einen Beruf verschaffen, einen. Er wird nach seinem Gefängnisaufenthalt eine neue Sinn bekommen in einer anderen Stadt. Und wir werden tun, was wir können, um ihm einen neuen Start zu ermöglichen. Muss er denn wirklich ins Gefängnis? Gute Frau, es wäre zu seinem eigenen Schutz. Aber man könnte ihn doch direkt in eine andere Stadt schaffen und... Wie gesagt, das ist das Angebot, was wir ihnen machen können. Wir selbst haben auf die Konditionen nicht allzu viel Einfluss. Können wohl aber ein gutes Wort einlegen. Sie steht auf, geht zu einem gerahmten Bild, das er wohl im Alter von 4 gemalt hat. Ich denke, ihr könnt euch lebhaft vorstellen, was Kinder im Alter von 4 Jahren malen. Striche, leider ja. Kreise. Scheiße, genau. Das lebensfrohe Kind, das gern mit Schwarz und Braun krakelte. Sehr düstere Gewürre. Schön. Hat damals schon einen Schuss gehabt, ja? Nee, das ist Kinder ist es scheißegal. Hauptsache, die nehmen Farben und malen und Scheiß, Alter. Auf jeden Fall, guckt sie da eine Weile hin. Wischt sich ein wenig Feuchtigkeit aus den Augen. Haben Sie Kinder? Nein. Aber meine Schwester. Sie wendet sich an Kaban. Und sie? Noch nicht. Sehr gut. Wenn ich jetzt... Also nehmen wir an, ich könnte Ihnen vielleicht helfen, dann könnte man das doch bestimmt so einrichten, dass sie ihn direkt abholen an einen sicheren Ort, wo er dann ihnen die Informationen geben kann. Und es gibt doch bestimmt private Gefängnisse, wo der Einfluss dieser ganzen kriminellen Elemente nicht so groß ist. Und dann, wenn sie sich mit ihm treffen, dann wird er nicht mit ihnen kooperieren, aber wenn sie ihn direkt irgendwo hinbringen würden. Und ich bin mir sicher, wenn sie ihm ganz ruhig die Lage, die Situation erklären, dann wird er das auch einsehen, dann würde ihnen sicherlich helfen, aber... Können Sie uns denn sagen, wo wir ihn finden können? Könnten Sie das denn tun? Wir können unser Bestes geben. Er würde in jedem Fall in ein Gefängnis verbracht werden, das seine Sicherheit garantieren kann. Aber können Sie ihn direkt von der Straße mitnehmen, dass er aus dem Schutzfeld dieser Leute ist? Ja. Aber wie Sie sich vorstellen können, geht das nicht hier. Am besten dort, wo er sich auch sonst herumtreibt. Versprechen Sie mir das? Ja. Dann hätte ich aber gern mal eine Runde überreden. Was? Ja, und von Kaban hätte ich das auch. Von dir will ich aber auch nur einen Erfolg sehen. Juhu. Theorie sind Charisma, ne? Nee, Intuition sind die. Umso besser. Überreden. Die würfelt aber auch mit Überreden dagegen. Ja, ach stimmt, und Willenskraft, fuck. Ich dachte mit Intuition, aber ist ja auch nicht so. Das Überreden, ne? Hast du ja nicht, da kannst du mir auch, Charisma -1 geben.
Wie gesagt, ich will von dir nur einen Erfolg. Oh. Oh, Flumi, das will ich dich aber richtig ätschen, würde ich sagen. Patzer und ein Erfolg. Oh, Daddy. Ich weiß nicht, ob ich dich ätschen sehe. Na, wenn er ätscht, dann... Ist es ein Nicht-Erfolg. Das ist ein Nicht-Erfolg, so ist die Frage. Die Argumentation beim letzten Mal, als er dann Würmer hatte, war, es kann trotzdem klappen, aber es passiert halt hinterher irgendwas. Dellys Argumentation beim letzten Mal war das. Ist halt erfolgreich, aber fehlerhaft. Das ist so, dass wir... Erfolge. So, Dally, möchtest du edgen oder nicht? Was bringen wir das nochmal jetzt? Wie, wo, was? Also, kann ich damit meinen... Dein Patzer wäre dann ein Nicht-Erfolg. Also habe ich ja Erfolg. Zwar kein guter, aber... Wenn du eine Edge ausgibst, hast du 0 Erfolge, so hast du weniger als 0 Erfolge. Ich mag in der Regel nicht. Dann habe ich wohl 0 Erfolge. Ausverzeichnet. So, die guckt Jojo an. Die guckt Kavan an. das machen wir so, kommt. Dann möchte ich dabei sein. Ich möchte sehen, wie sie ihn mitnehmen und sehen, wie sie in einem Regierungsfahrzeug mit ihm wegfahren. Okay. Wir werden sehen, ob wir das arrangieren können. Nein, das ist meine Bedingung. Ihre Bedingung? Ja. Sie wissen schon, dass bei so einem Zugriff Zivilisten nicht zugelassen sind. Sie werden ja auch nicht die gesamte Straße räumen. Nein, aber allein die Tatsache, dass wir ihnen sagen, wann und wo solche Zugriffe erfolgen, bringt uns in Teufels Küche. Und wie gesagt, wir können versuchen, unser Bestes zu tun, aber wir können es ihnen nicht garantieren, wenn diejenigen, die diesen Vertrag aufgesetzt haben... Entweder ich bekomme eine Bestätigung von ihnen, dass er dann einen Vertrag, wie sie es hier haben, bloß mit mir und ihnen unterschrieben, dass er dann dorthin gebracht wird und alles. Oder ich bin dabei. Und Julia denkt sich gerade, oh Gott, ich will mich jetzt nicht auch noch mit einer verrückten Theogin anlegen. Und wenn ich dabei bin, wird er doch sowieso am Anfang viel mehr Vertrauen haben. Wenn ich nicht da bin, dann geht er doch sofort wieder. OT-Regierungsfahrzeuge? Na, warte mal. Kann alles Mögliche sein. Bei so einem Zugriff darf das Ding ja nicht auffallen, ne? Eben, kann alles Mögliche sein. Der Bums-Uli wäre schon unwahrscheinlich. Aber ein etwas neueres Modell eines Vans wäre absolut in Ordnung. Nicht gerade Kavans Auto. Nein, nicht Kavans Auto, aber Kavans Auto ist auch kein Van. Deswegen, genau. Ja. Nee, genau, aber ein Van, halt ein neutraler, dunkelfarbiger, wie auch immer, Van. Ist das nicht das offizielle Regierungsfahrzeug? Genau. Das offizielle Regierungsfahrzeug der Leute mit den Sonnenbrillen, natürlich. Gut, wir werden arrangieren, dass sie zumindest in der Nähe sein können und sehen können, was passiert. Sie nickt. Dann haben Sie jetzt sicherlich einiges zu organisieren, ich. Ja. Auch. Sobald Sie Kontakt mit Ihrem Sohn hatten, rufen Sie mich doch einfach auf dieser Nummer. Ich
Sie wirft dir einen leicht argwöhnischen Blick zu und nimmt den Nummer dann entgegen. Gut, wir danken Ihnen für Ihre Kooperationsbereitschaft. Sie nickt. Ich trinke meinen Kaffee aus. Der ist nämlich echt gut, den habe ich gut gemacht. Jojo steht auf und wirft dir einen Komm-wir-gehen-jetzt-Blick zu. Ja, ich nehme den letzten Schluck wirklich noch so wie... Es ist halt so der typische Amtsschimmel, der ja gar keinen Kaffee kriegt so häufig. So, schnell den Kaffee noch trinken und dann aber jetzt mal los. Quasi. Was traurig ist. Was? Ich konnte jetzt in diesem Gespräch nicht richtig noch den Satz anbringen, wenn Sie Kinder haben, werden Sie das verstehen. Das war eigentlich noch mein Ziel. Ich war kurzzeitig überlegen, ob ich sagen, ja... Aber schwanger ist sie ja schon, ne? Also, quasi nicht Julio, sondern so, ne? Bald werde ich Vater. Ja, das habe ich auch so verstanden. Ja, dann werden wir gehen. Jutti. So eine Scheiße. Ja, das könnte problematisch werden. Die schickt uns bestimmt einen Geist hinterher. Bist du damit fertig? Keine Ahnung. Dafür hätte ich sie mir genauer ansehen müssen. Das wollte ich aber jetzt in dieser Situation nicht tun. Das wäre vielleicht nicht ganz so gut gewesen. Es gilt als sehr unhöflich, das war soweit ich weiß. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass sie dann sagt, vertrauen Sie mir doch einfach Ihren Sohn an und dann ist sie aber plötzlich die Machine Queen. Ja, auch das. Aber das muss ja nicht unbedingt negativ sein, dass ihr die Machine Queen ist. Nee, deswegen Vertrauen, da hast du schon recht. Also, sie sah bisher nie wirklich vertrauenswürdig aus in dieser Situation. Die Leute, es hat zumindest bisher die Leute immer dazu gebracht, mindestens einen Schritt von ihr zurückzugehen. Oder und ich mehr. Halte das auch für sehr realistisch. Ja, aber die sind ja auch gewohnt. Die Magierin ist gewohnt, mit Gott zu sprechen und Engel zu empfangen, die ihr dann eine unbefleckte, von Evo gesteuerte Empfängnis garantieren. Keine Machine Queen. Also ich glaube, zumindest habe ich das so verstanden, die Schamanenmaske in Anführungsstrichen, was ja keine Schamanenmaske ist, aber die Jojo hatte schon eher ungewöhnlich. Dies war eher unangenehm. Ja. Es ist schon richtig. Wenn du tote Murmeln hast statt Augen, Augen machen echt immer viel aus. Verkauft sich halt besser, sagst du. Sie. Dann müssen wir uns mal einen hübschen Van organisieren und jemanden, der zusätzlich mitfährt. Der Van ist geschenkt, ne? Der Van ist wirklich, also den kriegt man ja relativ einfach. Ja, ja. Das ist ein Gang-Arsenal, also. Ja, da können wir auch einen der Possies mitnehmen. Also nein. Noch einen zweiten. Nein. Okay. Die Tatsache, dass du bei dieser ganzen Aktion dabei bist, ist nur dem geschuldet, dass wir schon so oft zusammengearbeitet haben. Oh, dieses Vertrauen in mir, super, danke. Und eingespielt sind. Und dass du mir vertraust. Los, sag es. Und dass ich dir vertraue. Yay. Was ist denn heute mit dir los? Sie grinst. Na? Ich darf auch mal ein bisschen emotional sein, ja? Ja, aber ich bin's nicht gewöhnt von dir. Du bist echt eine Marke. Ja, das ist... Will ich das halt nicht mehr, dann bin ich jetzt wieder der Eiskalte. So. Komm mal runter. Alles easy. Sie umarmt dich. So, da hast du deine Emotionalität. Carbon ist doch ein bisschen irritiert. Und du, ja, ich weiß, natürlich. Du kriegst sogar ein Küsschen auf die Wange und dann grinst sie dich spitzbübisch an. Sexy. Sehr gut. Das ist übrigens meine Lieblingstaste.
Das sind Sachen so, die Jojo schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht hat. Körperkontakt. Doch, das hat sie schon öfter gemacht. Da hast du dich nur jedes Mal wieder drüber gedingst, dass sie das macht. Es war nicht so häufig im Verhältnis zu früher. Nee. Hat schon recht. Ja, okay. Auf jeden Fall ist Carmen auf jeden Fall sichtlich erfreut über diese Sache. Und fährt erstmal volle Kanne gegen Baum. Ach so, ich dachte, wir sind schon irgendwo angehalten oder irgendwas anderes. Das war ein Bett. Okay. Gut. Dann. Wen nehmen wir mit? Du bist der Boss. Ja. Ich würde jemanden bevorzugen, der sich irgendwie dingsen kann gegen Geister, aber das ist wahrscheinlich schwierig. Ich quatsch das jetzt erstmal kurz mit meinem Bruder ab, denn das ist tatsächlich was, was er wissen sollte und dann. Sie. Gut. Du gehst zu Vlad. Mhm. Kaban sucht Roger, wird ihn bei den Kindern finden. Ja, sicher, das ist ja auch ein Familientier. Ey, sag mal, der ist ja vielen Gängern nicht ganz so zugeneigt. Aber, auch vielen Menschen ja tatsächlich. Kindern ja schon, bis zum Alter von 11, danach nicht mehr. Dann werden die zu groß, sagst du? Dann habe ich beschlossen, dass es nicht mehr so ist. So. Ja, also, ne, Roger ist ja quasi das Wappentier der Kinder. Ja, und die sind ja gerade so in der Lage, einigermaßen vorsichtig so ein Tier anzufassen. Ja, Roger kann sich eh nicht wehren. Er kann weglaufen und die anbellen, dann heulen die. Das trainiere ich ihm ab. Nee, der ist tatsächlich tierlieb, der lässt sich da viel gefallen. Das ist gut. Kinderlieb. Ja, ist dasselbe. Oscar nicht so. Nee, Oscar ist jetzt nicht so das Kindertier, aber der wird auch immer Abstand von denen nehmen, weil er die Gefahr des Schwanzbetretens kennt. Ja. Von besoffenen Männern, die dort rumlaufen. Das stimmt. Deswegen ist Roger ja richtig gut und trägt den Schwanz halt hoch. Nee, Roger sehen Besoffene auch noch, wenn sie richtig hacken sind, weil das Ding einfach fucking blau ist. Und leuchtet fast. In dem Licht manchmal schon, ja. In deinen Augen sowieso. Klar, ja, so glinstert er drumherum. Genauso so. Wie dein Uterus. Nee, das ist ja... Ja, also Roger kriegt natürlich Spezialfutter für die glänzende Fellfarbe wieder heute. Nimmt man dafür nicht Shampoo? Du musst ja auch richtig füttern, damit das richtig glänzt. Das stimmt, aber es ist auch der einzige Hund, der sich gern waschen lässt. Ah nee, Hunde, das ist gar nicht so schlimm, ne? Ja, das kommt sehr auf die Hunde an. Der genau, sich gern shampoonieren lässt. Das ist, glaube ich, was sie nicht gerne mögen. Nee. Aber der findet's richtig geil. Ja, dann machen wir doch einen Kinderbadetag. Ist doch super. Nice. Sehr gut, Jojo. Also Hund und Gitter sind in Planschbecken im Haus und so. Easy. Ja, die hüpft zu ihrem Bruder, geht zu ihrem Bruder, sie hüpft nicht. Das war früher. Ja. Bevor du dich selbst zum Krüppel gemacht hast. Ja. Ja, ja, der ist da. Hi. Mhm. Sie passt ihn ab. Also so irgendwo, wenn er ein bisschen Zeit hat halt. Mhm. Passens off. Also, die Mutter von, also es geht um die Donskoy-Geschichte. Die Mutter ist quasi bereit, ihren Sohn als Messer zu liefern. Aber die will sehen, wie ihr Sohn von einem Regierungsfahrzeug abgeholt wird und dann in ein sicheres, was weiß ich was, gebracht wird. So weit kommt die gar nicht. Sie will nur sehen, wie er abgeholt wird. Also gucke ich, dass ich uns einen schwarzen Van besorge oder irgendwas, was weiß ich. Und dann ist gut. Damit ist ja richtig gehört, dann stellt die auch keine Fragen mehr. Richtig. Womit wir rechnen müssen, ist, dass sie uns einen Geist hinterher schickt. Meinst du, die ist so dumm, im Regierungsfahrzeug einen Geist hinterher zu schicken? Ich weiß nicht, wie dumm die ist. Aber das ist was man noch gut im Auge behalten kann, was wohl passieren wird.
ist, dass wir den Typen direkt von der Straße holen müssen. Wissen wir eigentlich, wie der so ist, körperlich? Wir haben ja bestimmt ein Bild oder so von Gefängnis. Da wissen wir ja, was der so, ne, wie der so... Da würde wahrscheinlich auch Cyberwehr drin stehen. Ich sag mal so... Wie der so körperlich aufgestellt ist. Ist jetzt nicht so das Tier. Und leider sind seine Datenbuchse und sein internes Comlink bei einem Schädelbasisbruch im Gefängnis leider kaputt gegangen. Ja gut, dann wüsste ich, was er okay, seitdem er war also Hacker. Nee, für einen Comlink im Kopf musst du kein Hacker sein, du musst einfach nur Comlinks treffen. Nee, ich wollte nur, seine Nahkampffähigkeiten sind hier quasi, ne, so, Oberhimmeling. Ja, besser als deiner auf jeden Fall, du lässt dich auch von Kindern verprügeln. Es wäre nicht schlecht, wenn noch irgendwer mitfahren würde, damit wir keinen Ärger haben mit dem Typen. Klar, such dir was aus. Alles klar. Gut. Dann. Mach mal so. Dann geht sie. Sie. So, ich überlege gerade, wen nehmen wir denn mit? Sollte jemand sein, der körperlich halbwegs fit ist, aber mit dem man noch ganz gut auskommt und der im Zweifel, Ich sag mal, es sollte auch jemand sein, der nicht aussieht, als wäre er ein Gänger. Richtig. Da bleiben nicht mehr allzu viele übrig. Das stimmt nämlich. Am ehesten der Koreaner. Ja. Also, jemand anders fällt mir jetzt auf die Schnelle tatsächlich nicht ein, dem nicht das Gang-Sein aus allen Poren tropft. Ich hätte noch über den Zwerg diskutiert, wenn du ihn dazu bekommen hättest, sich einen Bart abzuschneiden. Auf die Diskussion, da nehme ich lieber den Koreaner mit. Der ist nicht so. Der, für sowas, für die Gang macht er das schon mal. Der ist ja nur traurig. Aber der ist kein übelster Bartfetischist. Ja. Das ist kein Mittelalter-Zwerg, okay. Das stimmt. Aber... Ich sag mal, wenn der andere Typ wegrennt, kommt der halt nicht so gut hinterher. Richtig. Und Zwerge sind auch nicht die allerbesten Fahrer, weil sie so scheiße langsam sind. Und sollte es Ärger mit einem Geist geben? Kann der Koreaner auch nichts machen. Das stimmt. Außer draufhauen. Stimmt, da kann der Koreaner auch nichts machen. Aber das ist trotzdem erstmal egal. Wenn irgendwer massiv Schaden einsteckt, ist der Koreaner am praktischsten. Idiot, danke. Naja, ist doch so. Ein Kammermörder zerlegt wird. Ah, fuck you. Jo, passt, du instruierst den und so. Ist schon okay. Ja. Ja, dann... bereiten wir mal alles vor. So, dass wir quasi bereit sind, wenn die Alte anruft. Jutti, na, die wird wenige Stunden später schon Bescheid sagen. Okay, sie sagt, dass ihr vorbeikommen dürft. Ja, sie haben ja aber auch gesagt, wann und wo, ne? Wir haben ja nicht gesagt, bei ihr vor der Tür. Oder das war ja explizit die Abmache da, wo er so sich sonst auch immer rumtreibt und nicht bei ihr vor der Tür. Ja, die sagt euch, pass mal auf. Die sagt euch einen Treffpunkt quasi in einen von Denjans normalen C-Gebieten. Mhm. Ich meine, das ist das Weiteste, wohin sie sich überhaupt raustrauen kann. Okay. Obwohl das schon, sagen wir mal, ein besseres C-Gebiet. Ja. Da ist sie dann halt im Café Alonso Pulpuris Karitschnikov. Uja. Karamba, karamba, ole, ole. Alles klar. Sollten wir Damien noch informieren? Ja, bestimmt. Nein. Das ist eine Sache, mit der er erstmal nichts zu tun hat. Der weiß ja, was da läuft. Ja, aber ich meine, dass wir jemanden aus seinem Turf mitnehmen? Der weiß doch, was da läuft. Wir müssen ihn nicht über alles informieren. So viel Zeit hat er auch gar nicht. Der hat auch keinen Bock, jede Kleinigkeit zu wissen, die wir da machen. Der weiß, dass wir den Typen haben wollen.
So, und der, den wir aus seinem Turf mitnehmen, ist dieser Typ. Okay. Du bist der Gangboss. Ich bin kein Gangboss. Gut. Ja, dann gucken wir, dass wir das irgendwie gedeichselt kriegen. Naja, fahr zu der Alten. So. Genau. Sie kommt raus, kommt aufs Auto zu. Mhm. Bleibt davor stehen. Na, wo ist denn der Sohn? Ja, nicht bei ihr. Mhm. Jojo. Ja, sie macht mal die Tür auf. Sie guckt halt. Sie steigt ein. Mhm. Dann wird die ins Gebet verfallen. Sie wird sich kurz umgucken, wird dann ins Gebet verfallen und wird dann nach 2 Minuten Richtungsangaben machen halt. Ja, die sucht ihren Sohn mit einem Geist. Fiese Scheiße, ne? Ja. Aber anders sieht's ja auch ja nicht. Hm. So. Und dann fährt man halt in etwas abgeschmackteres Gebiet. So, und da hatte ich ja jetzt mal gesagt, umfunktioniert die Lagerhalle, also es ist keine Lagerhalle. Also ist es offensichtlich, es ist genau. Ein stillgelegtes Fernwärmewerk. Ein Umverteilungsfernwärmewerk. Ist also groß genug, guckt keiner mehr hin. Ist auch einfach ein bisschen zu verfallen, um da sich, dass da sich Squatter rumtreiben und so. Und außerdem war da halt ein bisschen eine kleine Rangelei zwischen Yegor und Florina. Und da haben die Leute gedacht, hier will ich ja eigentlich ja nicht hin. Hier wollte ich sowieso nie sein. So. Dann wird's auf das Haus deuten. Mit zittriger Hand. Sie müssen jetzt aussteigen. Sie wird aussteigen. Ja, wir müssen den Wagen irgendwo anders parken. Ja, dann werde ich den irgendwo anders parken. Und warten, bis er rauskommt, weil so können wir das nicht. Wir können da jetzt nicht einfach reinrennen. Viel zu gefährlich, genau. Wir könnten sie fragen, ob die ihn zu sich bestellt oder so. Ich sag mal so, ihr wartet ein bisschen. Ja. Dann seht ihr, wie die Alte auf das Gebäude zugeht. Das war so klar. Natürlich war das klar. Sollen sie sich umbringen, mir ist das egal. Wir wissen jetzt, wo er ist. Ich sag mal so. 10 Minuten später kommt die mit dem raus. Oh, praktisch. Tschüss, ja. Na dann. Überzeugend. Dann steige ich mal aus. Nee, wir fahren da jetzt vorbei, halten neben denen und holen den in den Wagen. Oder so. Ich sag mal so. Die kommt in Richtung Straße, erscheint wild mit ihr zu diskutieren. Mhm. Wütend gar. Und sie scheint eher verzweifelt. Dann fahrt ihr da vorbei, haltet an, dort Kaban rausspringen, den Typen packen, einkassieren und sie wird in Klischee-Schluchzer verfallen, plus den Worten: Es tut mir so leid, was habe ich nur falsch gemacht? Es wird dir gut gehen, es wird dir kein Leid ge und ihr seid weg. Schön. Der Typ wehrt er sich gar nicht? Ich sag mal so, wie viel Stärke hast du noch? 7. Na, nachdem du ihn mal fest ihn umklammert hast, nicht mehr. Okay. Also klar zappelt er ein bisschen, aber was will er denn machen? Na ja, ne? Dann fahren wir jetzt mit ihm an einen Ort, wo wir in Ruhe mit ihm reden können. Jut. Jojo kriegt irgendwann mal per Comlink nochmal die Nachricht. Magst du dich nochmal umgucken, ob wir alleine sind? Das kann ich jetzt hier so im Auto nicht. Dafür müssen wir anhalten. Aber wie wär's, wenn du die Typen erstmal verschnürst? Ey, Kaban. Mhm? Du tastest einen metallischen Gegenstand unterm linken unteren Rippenbogen.
Und nee. Ja, Maulsperre, ne? Habt ihr jetzt aber nicht zwingend mit. Nee, aber Maulsperre mit den Händen. Sehr gut. Dann du kannst ihm auch, wenn du ihn eh knebeln willst, nimmst du halt einen alten Putzlappen, der noch in dem Auto ist oder irgendwas und rammst ihn den halt so rein, dass er nicht mehr machen kann. Ja, also so quasi das Erste, weil ich das Ding erspüre, ist halt, dass er nicht mehr zubeißen kann und dann kommt da irgendwas in den Mund. Oh, fuck it. Was ist denn da jetzt los? Metallisches Ding. An derselben Stelle. Ja, dann setze ich mich halt quasi auf ihn drauf, ne, und das Zeug, was er im Mund hat, wird dann halt irgendwie fixiert und dann kriegt er Handschellen um. Sehr gut. Jojo guckt sich jetzt erstmal außen um irgendwie, ob uns tatsächlich ein Geist folgt oder nicht. Nö. Und dann erscannt sie den Typen. Na Jutti, also. Ein Implantat im rechten Unterarm, aber da sieht man schon, dass das Comlink gewesen ist. Dann von außen siehst du die Datenbuchse am Schädel, den Datenbuchseneingang, das ist eher kaputt. Dann hat er leider aber eine andere Datenbuchse im Kopf. Der hat kein Implantat jetzt im Mundraum, aber der Kopf ist ganz schön, da ist noch mehr los. Du willst mir sagen, dass der eine Cortex-Bombe hat? Nee, ich will dir nur das sagen, was ich gerade gesagt habe. Da ist einiges los. Ach, scheiße. Der hat Spaß im Schädel. Ich habe keine Ahnung, was für Spaß, aber Spaß. Aber der hat keinen Zahnbehälter. Ich taste ihn mal ab. Hat er irgendwie Comlink und so weiter, sodass ich das wegziehen kann? Oder ist es wirklich eingebaut? Das war doch kaputt. Also das Kaputte, das im Arm ist nicht kaputt, aber die Heli-Schnittstelle ist kaputt. Und er hat noch ein anderes Comlink, das du ihm halt abnehmen kannst. Ja, aber das ist jetzt auch nicht mit Elektroden verbunden oder so. Also er hat eh kein DNA damit. Ansonsten, ja, den anderen Kram, den er hatte. Er hatte eine Pistole und ein Messer und shit halt, Gridstick. Ja, dann können wir mal gucken, ob der auch... Hat er einen Chip drin? Kann man das sehen? Ja. Jojo guckt ihn an. Willst du mir jetzt sagen, dass du auch einen Persona-Fix drin hast? Er guckt dich verwirrt an. Du müsstest auch mal Menschenkenntnis würfeln. Ach nee, du überredest, du wirfst natürlich Willenskraft und überreden. Also okay, könnte sein, dass seine Verwirrung, ich sag mal, die ist vielleicht nicht hundertprozentig aufrichtig. Dann schmunzelt sie. Alles klar, also nur ein Fake. Er schüttelt vehement mit dem Kopf. Kluger Junge. Das klang bei deinen Jungs aber anders. Sagt sie jetzt mit einem Blick in den Augen, der seine Seele zu Eis erstarren lässt, wenn er noch eine Seele hat. Hat er jetzt aber nicht mehr, ne? Dann ist gut. Währenddessen drücke ich einen Punkt an seinem Körper, der wehtun könnte. Die typischen Druckstellen halt. Na, sag mal, der krümmt sich und stöhnt so ein bisschen. Siehst du. Lass ihn dann das mal reden. Kommt so übers DNI. Also übers Dings. Was? Warte mal. Gut, nachdem wir das jetzt geklärt haben. Was hast du nun hier schnell verloren? Na, ich sag mal, der kann echt schlecht reden. Naja, sie nimmt ihm den Knebel raus. Ach so. Hä, hier ist neu? Mit deinen Kids, deinen Kurieren und dem ganzen Kram. Oh, fuck, nein. Scheiße, war ich irgendwie... Was ist denn hier neu?
Kojoten, nee, Kojoten nicht. Sie zeigt ihm kurz ein Tattoo. Scheiße, Alter, nein, das war nicht mit Absicht, Alter. Aber darüber können wir reden. Ihr kriegt die übelste Entschädigungssumme und ich bin nie wieder da oben. Auch nicht mehr ein ganzer Schneider, das ist ja kein Ding. Das war nicht beabsichtigt. Mhm. Wir kriegen eine Entschädigungssumme. Na klar, Mann, riesig. In Waren oder Geld ist mir egal. Also ich meine, da hätte ich aufpassen müssen, dass ich nicht in irgendeinem Turf rum. Das geht nicht, das ist klar. Das kriegen wir hin, das können wir regeln, das können wir regeln. Okay. Ich habe auch ganz gute Kontakte, dass wir irgendwie medizinisches Gerät, Teil Implantate, Teil. Ich habe ziemlich krassen Shit. Da kriegen wir was hin. Hm. Mit wem arbeitest du denn da zusammen? Ja, das sind alles so Konzernleute und so andere Typen, die, ne? Also jetzt keine harten Kriminellen, sondern halt so Dudes, die du halt mal bestechen kannst, dann kriegst du, was du willst, aber wir haben gute Konditionen ausgehandelt. Hm. Klingt nicht schlecht. Ja, Mann, wir können da alle von profitieren. Ich meine, es ist jetzt scheiße gelaufen, aber wir können da in Zukunft was Besseres hinkriegen. Das ist ziemlich scheiße gelaufen. Ja, Mann, das geht nicht, aber das kann man jetzt voll als krasse Chance nutzen, so. Mhm. Bestimmt. Und, was machst du da in der alten Fabrik oder was das da war? Na, da ist meine Produktion. Was produzierst du? Welchen Kram? Koks, Nova Coke. Okay. Und die Kids? Was läuft da? Na, die liefern und schneiden und die machen halt den feinsten Powder von ganz Moskau. Hm. Okay. Na dann. Wir würden trotzdem gucken, also Jojo würde jetzt trotzdem wollen, dass wir mit dem nochmal woanders hinfahren. Ja, macht er. Das Ding ist, wenn die den jetzt umlegt, muss sie das eigentlich mit ihrem Bruder abquatschen, ne? Reicht nicht. Nö. Du hattest ihm doch schon gesagt, was er macht, das ist schon okay. Ja. Hast du die Grundregeln gehört? Hat er ein Tattoo? Nö. Hast du jetzt nicht direkt geguckt? Das stimmt, guckt sie aber noch. Hat er nicht. Dazu hat sie noch genug Möglichkeiten. Nee, hat er nicht. Die packt ihn dann nämlich noch irgendwie auf irgendeinen Stuhl. Ach so ist das. Mhm. Er hat übelste... Na, sprich mal weiter. Scheiße gebaut. Ich will hier keine sinnlosen Rechtfertigungen hören. Ich will jetzt nochmal was hören. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Personafix zu benutzen? Mein Knastbruder hat mir was davon erzählt. War ziemlich gut. Es funktioniert gut. Das kann gut sein. Weißt du... Hey, wow, was soll denn der Tonfall, Mann? Wir verhandeln doch gerade über die Zukunft. Momentan hast du noch keine Summe genannt. 10.000. Jetzt? Ich hab keine 10.000 am Mann. Die hast du wo? Ja, wow, komm. Sind die innerhalb von ein paar Stunden erreichbar für dich?
Klar. Na guck. Was musst du dafür erledigen? Wir wären alle nicht im Geschäft, wenn wir bei so einer Gelegenheit gesagt hätten, wo. Nein, nein, was musst du dafür erledigen? Müssen wir den Kommling geben? Reicht das? Nee, es wäre total bescheuert. Sie hält zum Beispiel Personafix für ziemlich bescheuert. Jojo schmunzelt ein bisschen. Ja, es ist kein perfektes System, aber es ist ein ziemlich gutes Decoy-System. Es sind Cratsticks gelagert, verschiedene Orte. Hm. Gut. In einem Datenschloss. Und da kommt ihr nicht ran, wenn ihr mich foltert. Das ist richtig. Also wäre es ja gut, darüber zu sprechen, wie wir in Zukunft weitermachen und ob ihr mit den 10k einverstanden seid. Und wenn ihr sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben, klar, Mann. Cool, ich bin nie wieder in die Schneue. Weißt du, 10k Entschädigung sind schon mal erstmal ganz okay. Jojo schaut Kaban kurz an. Dann kommt er über das Kommling zurück. Wir bringen ihn trotzdem um. Sie schickt ihm jetzt eine Nachricht. Wir werden dieses Geld aber nie sehen. Dafür müssten wir ihn nämlich laufen lassen. Wir kommen ja mit. Der geht nirgendwo mehr hin. Ich dachte, du schreibst ihm jetzt, Kaban, es geht ja hier nicht ums Geld. 10k! Das kriegen wir auch so. Vielleicht nicht, aber trotzdem. Hä? Wenn wir wissen, wo der da seine scheiß Lagerhalle hat, wenn der da seine Produktion hat? Ach, das meinst du, okay. Jojo schreibt ihm nur noch, der wird hier keinen Fuß mehr raussetzen. Also, ich glaub die irgendwie nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir das überprüfen können? Nee, Mann. Ich habe einen Cratsick mit 13k, dann mach mal 13k, dann kommt ihr mit zu dem Ort und ich gebe euch den dort. Dann verabschieden wir uns. Lass gut sein. Es ist völlig egal. Nee, Mann, der Mann da, der hat die richtigen Gedanken. Man muss an das Morgen denken. Mhm. Wie sieht dein Tag morgen denn aus? Ey, Mann, wenn du wegen jeder Grenzüberschreitung, die mal passieren kann, so ein Florina-Ding abziehst, Mann, dann bist du... Da machst du dir echt keine Freunde. Das ist doch klar. Ich meine... Was wird das? Oh, die Grenzüberschreitung nach Joschneue. Weißt du, das ist mir völlig Wurst. Nicht Wurst, nein, aber das wäre mit einem einfachen Cratstick abgegolten gewesen. Okay, siehst du, das ist nicht dein Problem. Dann sind wir schon einen Schritt weiter. Wir können über alles reden. Können wir nicht. Dazu ist es viel zu spät. Hey, es ist nie zu spät. Du hast das Puzzle Stück für Stück auseinandergenommen. Ja gut, er blickt sich hilfesuchend zu Kaban um. Mit jedem Personafix, was du da verteilt hast, hast du etwas zerstört. Etwas Wichtiges. Also wenn ich jetzt Zugriff auf diese Kretzsticks hätte. dann gucke ich so echt so mitleidig zu Jojo. Er nennt eine Adresse. Na guck, wir haben noch jemanden im Auto. Der ist nicht im Auto. Alleine. Der ist neben euch. Ach so? Ja. Ja, ich will dich jetzt aber nicht mit dem Blei lassen. Das ist nur eine Adresse. Ich meine, der genaue Ort, wow, dann müssten wir uns schon mal näher kommen. Zum Beispiel die Handschellen oder so. Wie viele?
Keine Ahnung, 12 Credsticks. Nein. Wie viele davon hast du verteilt? Wie viele Kuriere? Keine Ahnung. Müsste ich auf meine Liste gucken. Ich habe das nicht im Kopf. Ich weiß von 3. Ja, viel mehr. Aber meine Liste, Alter, keine Ahnung. Die ist auf meinem Comlink. Ich mach mal die Passwort. Mein Daumen hier. Ja, ich nehme mal seinen Daumen und dann mache ich mal das Comlink auf. Er nennt dir einen Dateinamen. Ich drück doch mal drauf. Ich bin immer leuchtsichtig. Sehr gut. Akzeptiert. Löschungsvorgang eingeleitet. Okay, er gehört dir. Ja, sag ich dann einfach so, nur wenn das kommt, so, okay, er gehört dir. Dann nehme ich den Akku raus. Ihr solltet vielleicht besser rausgehen. Ich denke auch. Jo, oder Sue bleibt stehen. Wer bleibt stehen? Der Koreaner. Komm mal lieber mit. Was bist du denn? Jo, interessiert das auch nicht weiter. Es wäre vielleicht besser, wenn du mitkommst. Ich meine so eine. Ansonsten hiervon. Davon du kannst ja irgendwo hin, das ist ja egal. Ich geh raus. Was macht sie denn? Die wird ihm jetzt zeigen, was passiert, wenn man Stück für Stück. Nein. Viel präziser. Was wirst du als nächstes tun? Ein Messer rausholen. Er hat ja noch eins. Was wirst du als nächstes tun? Sie beginnt jetzt eine Art Muster. Etwas, es ist undefinierbar, nicht direkt. Das scheint irgendwelchen Regeln zu folgen. Aber es ist nicht klar erkennbar, welchen. In seine Haut reinzuritzen. Welches Körperteil? Der Oberkörper. Okay. Aber sie guckt, wie gesagt, doch erstmal, was da noch an Tattoos ist. Wobei, eigentlich ist ihr das egal, aber es durften eigentlich auch keine da sein. Keine, also Freizeit-Tattoos. Schönes Fleischmandala, da sagst du. Ja, aber zwischendurch halt. Also ich sag mal, es Krater. Gut, nach den ersten 2 Minuten wird Odesu neben dich treten und ihn in den Kopf schießen. Nein, ja doch, nach 2 Minuten, das passt. Okay. Bei dem Schuss komme ich wieder rein. Der ist schallgedämpft, du hast ihn trotzdem, ja. Ich würde sogar eine Waffe in der Hand haben. Jojo schaut ihn noch eine Weile lang an. Wen von beiden? Dem sie gerade eine Lehrstunde erteilen wollte. Guckt dann etwas irritiert rüber zu Odesu. Und es ist auch eine der Gegenden, wo man die Leichen besser nicht liegen lassen sollte, ne? Wenn man sie entsorgen kann, ist es immer besser, sie zu entsorgen. Ja, dann macht sie das jetzt. Hier könnte sogar Daddys Kontakt hier, der Leichenbestatter, das ist ja jetzt ziemlich nah, da könnte der sogar was machen. Das wäre am einfachsten. Wenn er sie bis zu ihm bringt.
Ja, dann würde ich den einpacken in eine Plastikfolie quasi. Ja. Und dann ab in die und dann den Schmuggelbehälter. Na, ihr seid nicht mit deinem Auto. Aber, aber ja, gut. In den Van und irgendwie zudecken und passt schon. Jodi. Ja, dann fahr da hin und ladet die Leiche ab. Der freut sich, nimmt seinen Crestick entgegen und hat einen schönen Tag. Ja. Guck ich mich an. Hey Mann, der hatte 12 Crestics. Und? Geld ist Geld. Geld stinkt nicht. Doch, das tut es. Abgesehen davon hättest du nie bekommen. Und abgesehen davon hat er gesagt, dass er 12 Crestics oder 13 deponiert hat mit irgendwelchen Geldsummen. Ich kann dir auch sagen, dass ich 25 Crestics mit 700.000 Yen irgendwo habe. Schon, aber... Und wenn ich dir die Hände fessle und du ein bisschen Schiss hast... Lass ihn noch 3 Stunden mit Jojo alleine und er hätte gequatscht. Das ist es nicht wert. Hast du zu wenig zu fressen? Kannst du dein Auto voll tanken? Ist dir abends warm? Hast du Kleidung? Klar. Hattest du Geld für Cyberaugen? Hast du Geld für Waffen, Munition, Freizeit, Nutten, Koks? Geld kann immer mal knapp werden. Nein. Das ist ein dummes Denken. Du willst bei uns dabei sein. Fast ein übelst großer Anteil von dem, was Jojo verdient hat, wenn sie mit dir unterwegs war, ging an die Gang. Und dafür wusste sie, dass wenn irgendwas ist, ein riesiger Topf bereitsteht von ihr und von uns, der sie versichert. Es ist es nicht wert, diesen Typen 5 Stunden zu quälen, um 30.000 Yen zu kriegen. Das ist es einfach nicht wert. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn wir irgendwann richtig auf dem Trockenen sitzen, dann kann man das überlegen, aber selbst dann gibt's Grenzen. Du brauchst das Geld nicht. Also wirst du diesen Menschen nicht eine Stunde lang völlig fertig machen. Ist nur schade ums Kohle, um die Kohle. Klar. Mehr wollte ich damit gar nicht gesagt haben. Klar, aber es ist es nicht wert. Wir sind Waffenschmuggler, keine Menschenquäler. Da geht ein Blick einmal zu Jojo und dann so ein, ich höre mich doch raus, Geste. Ja, ich fahre zurück zum, also, ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir zum... Was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? Ich gehe mal davon aus, dass wir zum Ganghaus zurückfahren, wenn niemand was anderes sagt. Ne, Jojo muss Demian noch anrufen. Beziehungsweise ja, ist halt die Überlegung, was jetzt mit dem Ding passiert. Ist jetzt klar, wo das liegt. Und Demian wollte es haben. Also Leute, der ist jetzt in-game, ne? Der Typ ist jetzt tot. Wir wissen, die Kinder werden sich vielleicht manche nicht mehr orientieren können, manche so halb und die sind fürchterlich verwirrt. Ich schlage vor, dass wir vielleicht Bescheid sagen, dass wir jetzt sofort dahin fahren, dann schmeißen wir ein paar Gasgranaten rein und dann schaffen wir die Kinder irgendwo hin, wo wir gucken können, welche noch zu retten sind und welche nicht. Ja. Und dann kannst du die Sache mit dem Typen ausmachen. Ja. Okay. Na, fahren wir jetzt zurück. Ei, ei. So, ihr kommt an. Jojo, klärst du das mit deinem Bruder? Ja. Okay. Hast du Grasgranaten dabei? Du bist da nicht dabei. Nein, Gasgranaten. Ich weiß, aber du bist da trotzdem nicht dabei. Ja, das organisiert ja jetzt Jojo mit dir. Wird schon jemand dran denken. Kaban. Lass sie das nicht machen. Du kannst nicht aus dem Raum gehen. Wenn sie sagt, geh aus dem Raum, machst du das nicht. Wenn du es nicht aushältst, was sie Leuten antut, dann musst du sie davon abhalten. Denn das war etwas Persönliches von ihr. Nein. Doch. Du bist ihr zukünftiger Bruder.
Und du kannst so eine Scheiße nicht zulassen. Das macht, die macht nicht nur Menschen damit kaputt, die macht auch sich damit kaputt. Und ich kann mir vorstellen, das wäre noch sehr viel weitergegangen. Aber auch du musst damit leben, dass du rausgegangen bist, während sie irgendwelche Leute bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und die dabei am Leben bleiben, denn sie wird sie garantiert heilen. Das kannst du nicht zulassen. Weder für dich noch für sie. Ich weiß, dass sie ein sehr großes Problem damit hat, wenn man jemanden hier herumfummelt. Verständlich. Genau. Und da, sie hat das ist ihre Reaktion darauf. Ja, und das ist nicht in Ordnung. Und das ist nichts, was du zulassen kannst. Vlad hat ein riesiges Problem mit irgendwas, was man Kindern antut. Und wir zerren ihn einmal im Monat von irgendeinem Typen runter, bevor er ihn totprügelt. Das ist unsere Pflicht. Bedient hätte es der Drecksgeld aber gehabt. Vielleicht. Macht das einen großen Unterschied, wenn er noch richtig lange leidet, bevor er stirbt? Am Ende geht er immer in ein großes Nichts, also befriedigst du dich nur selbst und diese Art von Befriedigung ist schädlich für dich. Und je öfter und je ausgiebiger du das machst, umso schlechter. Erinnerst du dich noch, wie es war, als du deinen ersten, keine Ahnung, Typen umgebracht hast? Ja. Erinnerst du dich noch dran, wie der erste Zivilist deinetwegen umgebracht wurde? Oder den du aus Versehen getötet hast? Der muss er wirklich lange überlegen. Hatte denn mal aus Versehen wen getötet, außer auf dem... Na, ich nehme mal an, Feld. Dass irgendwie sowas wie bei den Söldnern sowas wie, na, wie ist denn das jetzt gleich? Kollateralschaden. Ja, aber ich wollte das kluge Wort dafür benutzen, wenn eine Kugel abprallt. Voll peinlich. Querschläger. Querschläger töten Menschen. Danke. Ja, das Problem ist immer so ein Querschläger. Das findest du echt schwer raus, ob du das deine Kugel war oder nicht. Okay, dann ist es halt sowas gewesen wie, ihr habt genächtigt und da kam jemand angerannt, der um Hilfe gerufen hat und ihr wart euch nicht sicher und habt ihr lieber erschossen, bevor es ein Typ war, der euch am Ende alle kalt macht. Irgendwas. Das ist sogar etwas, was man sogar gut rechtfertigen kann, bloß ich selbst. Also von daher hat er damit weniger Probleme bei dieser Situation. Erinnerst du dich dran? Wahrscheinlich. Also ich denke mal, das ist der erste war, ja. War es leichter oder war es schwerer als zu dem Zeitpunkt, wo du begriffen hast, dass du mit einer Granate sehr viele Menschen umgebracht hast, die da einfach nur rumstanden? Da guckt er jetzt gerade wirklich auf den Boden. Okay, so Zielfragen sind scheiße und uncool, das ist richtig. Es wird immer leichter, jemanden abzuschlachten und das ist nicht gut. Und an irgendeinem Punkt musst du versuchen, Leute davon abzuhalten, sinnlos jeden zu killen und vor allem sinnlos jeden, bevor man ihn killt, zu zerstückeln. Aber zumindest musst du es dir ansehen. Jo, ein paar Leute werden jetzt rauskommen mit ein paar Wäffelchen und ein paar Granätchen und werden jetzt sagen, Frischling, du musst aber jetzt aus dem Raus so raus. Ja, ich hatte noch was mit dem zu klären. Bist du jetzt fertig? Ja, ist ja gut. Ja, dann steige ich halt aus. Ja, dann fahren die los. Dann werden die dort alles Gasgranatinnen. Dann werden die Kinder rauszerren, dann wird man entscheiden, wer, ich sag mal, noch Mensch ist und wer vielleicht nicht mehr so Jans.
Das wird ein Prozess sein, an dem Jojo ja zum Glück auch nicht beteiligt ist. Das heißt zum Glück? Weil du die dann, weil du die anderen erschossen hättest. Was die ja jetzt nicht machen. Die nicht mehr Mensch sind. Ja. Naja, der Letzte, den sie da erschossen hat, der konnte seine Augen selbstständig nicht mehr zumachen. Ja, das ist ja aber erstmal Tertia. Das sind Reflexe. Wenn Gemüse die schon nicht mehr funktionieren, dann ist das Kartoffel, Blumenkohl. Das ist doch sicher, aber wirst du mir jetzt sagen, dass Leute, die schon sehr viel ihre Persönlichkeit eingebüßt haben, so 80%, aber noch Körperreflexe und alles haben und sich noch bewegen können, dass du die nicht erschossen hättest? Ich kann es nicht versprechen. Aha! So, aber also ein Prozess, schön, an dem du zum Glück nicht beteiligt bist. Ja. So, dann wird man noch Folgendes feststellen, damit ihr mal das elaborierte Ding, was ihr dort hatte, überhaupt wertschätzen könnt. Und zwar, ein genialer Mensch brachte mich ja auf die hervorragende Idee, da man ja Gentechnologie heute wunderbar einsetzen kann, dass man ja Algen produzieren kann, die Koks herstellen. Das heißt, er hatte Algentanks dort drin mit Koksalgen. Übrigens den besten Algen. Fällt wenig auf, kann man zum Beispiel hervorragend in Algenzahnpasta verstecken und macht richtig Laune. So. Leider hat Kaban ja die Daten gelöscht mit der Formel zur Produktion der Viecher. Weswegen Demian zum Beispiel auch relativ wenig davon hat, wie sie später rausstellen wird. Aber man ist sich ja insgesamt einig, dass zumindest man eine gute Tat getan hat, den aus dem Verkehr zu ziehen, und wenn er auch ein bisschen dazu beitragen konnte, dann ist das doch schön. Vielleicht hat er von den Algen ja trotzdem noch was. Oh ja, stimmt, da wird dann das Zeug brüderlich aufteilen. Das ist halt wirklich der feinste Powder. Deswegen ja, also ich sag mal, zumindest die Algen, das war das, was ich mit den Credsticks und dem ganzen Scheiß meinte, das ist halt überhaupt nicht nötig, weil die Dinger sind ja noch da. Ja, der feinste Zahnpasta. Was denkst du, wie lecker die schmeckt? Super. Und da wird auf jeden Fall Demian was von haben, also auch noch was von haben. Brüderlich aufgeteilt halt. Ich meine, er braucht keinen großen Teil, weil er nicht viel gemacht hat. Ja, ist ja okay. Mhm. Er wird halt für die Arbeit, die er hatte, entschädigt und kann halt sich überlegen, ob er das Gebiet da haben will oder nicht. Um Gottes Willen, nein. Es ging eigentlich immer nur um Logistikwege, Kontakte und Produktionsstätten. Und okay, außer der sehr geilen Produktionsstätte wäre da jetzt nicht viel dran gewesen. Okay. Na gut. Schön. Schön, schön. Ich hab mich übel gefreut, dass du den versucht hast, vor Odessu zu schlitzen. Endlich war ich in der Lage, mit jemandem zu sagen, nee, mach das mal nicht. Naja, es war Jojo dann egal. Ja, das ist ja vollkommen korrekt, aber jeder einzelne Mitspieler hier, der dabei war, als du jemanden noch richtig fertig gemacht hast, ist er halt entweder rausgegangen oder hat er neben mir standen, aber eher sind sie rausgegangen. Da war eigentlich bisher auch nie jemand so wirklich bei. Ist mir immer so aufgefallen. Na, Billy ist auf jeden Fall raus, darüber müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, aber Jojo hat da eigentlich auch nie so richtig üble Sachen gemacht. Ja, da ging's auch noch, ja. Außer Arme abgerissen und so. Naja, gut, das war im Kampf, das geht noch. TikTok, da war nichts, wo du jemanden richtig zerlegt hast, da oder? Hat Karman jemanden zerlegt, da hat Jojo jemanden zerlegt. Ja, das weiß ich ja. Aber ich weiß nicht, ob du da jemanden, du hast da niemanden zerlegt, das stimmt. Und ansonsten war es immer nur Kbane. Ja, aber Karman hat's auch, glaube ich, hat er das mal so richtig mitgekriegt? Ich glaube, er ich war auch schon mal dabei. Ich habe auch einmal einen vor dir gerettet. Echt? Ja. Wann war das? Den Ghoul. Oh Gott, das war der einzige, bei dem es tatsächlich gut gewesen wäre, wenn sie den auch abgeschlagen hat. Das ist der einzige, das ist jetzt alles andere, sehe ich absolut ein. Das ist auch besser, den davon abzuhalten. Milzbro hätte das die Folge, die wir nicht gebracht haben, die Folterfolge. Ja, aber da wär's tatsächlich, das war der einzige, wo es echt, ich meine, da hat sie gezögert, das ist absolut richtig, aber, oder da war sie nicht schnell genug,
vielmehr. Das war der einzige, wo es gut gewesen wäre, wenn sie den tatsächlich gekriegt hätte. Dann hätte sie auch nur umgebracht, dann hätte sie nicht gequält. Er war ja schon am Sterben. Aber du hättest ihn erst geheilt und dann umgebracht. Und dann hätte sie ihn umgebracht, ja. Aber das wäre für sie tatsächlich gut gewesen in dem Moment. Mach mir ruhig ein schlechtes Gewissen. Kannst du nichts dafür? Da, nö, Karban war. Karban ist halt ganz davon überzeugt, dass das menschlich sein. Ja. Man hat ihm versprochen, dass er gehen darf. Und ihr das zu geben nach der Aktion? Nee. Nach der Aktion? Was hat die denn gemacht? Ihr wurde einiges angetan. Ja, das stimmt. Die wurde jetzt aber auch nur ein bisschen der Arm weggebrannt mit einem Lötkolben und vielleicht wurde sie mehrmals ertränkt und wiederbelebt und. Mhm. Ah, nee, da war noch mehr. Oh ja, stimmt. Ja, da war noch einiges mehr. Ja, aber Karban haben sie Dauer gezogen und der stellt sich auch nicht so an. Ja. Nie. Also, Karban ist davon ausgegangen, dass dieser Mensch leiden wird, und zwar sehr. Das ist auch okay. Deswegen hat ihn einfach beseitigt. Bei dem Dreckskerl ist es mittlerweile Karban relativ egal. Aber er wollte auch lieber rausgehen. Ja, wie gesagt, relativ egal. Ja, die haben immer nur so was wie ein Schamgefühl, so ist es ja nicht. Und dabei wollte sie nicht mal sein Hirn zu Eis gefrieren lassen. Das will Karban alles gar nicht. Also sie konnte ja jetzt auch nicht aus dem Vollen schöpfen. Aber es ist nicht so, als ob Odysseus nicht recht hätte. Das ist tatsächlich nicht gut für eine Psyche. Ja, ja. Deswegen bin ich ja rausgegangen. Weil das nicht gut für meine ist. Es wäre auch gut gewesen. Ja, ja, du, das ist ja alles richtig, was du sagst, aber ich leg mich doch nicht mit der an. Wenn ich ihr Spielzeug wegnehme, Alter, dann bin ich doch der Nächste, der dort sitzt. Warum? Die war doch gar nicht wütend, als Odysseus ihn erschossen hat. Die war nur kurz ein bisschen irritiert. Aber ich bin fest davon ausgegangen, dass du wütend wirst. Ja, nö. Durchaus. Das war eher ein... Warum ist jetzt plötzlich tot? Warum hat er das getan? Ja. Ich war noch nicht fertig. Richtig, das war ihr Gedankengang dabei in dem Moment. Ich war doch noch gar nicht fertig. Aber ich hatte so ein schönes Bild aus der Matrix rausgesucht und pause das gerade ab. Das war kein Matrix-Bild. Das weiß ich. Hättest du eigentlich noch Fleischstücke rausgeschnitten dann? Hat sie. Ach so. Kraterbildung hat sie doch gesagt. Mit anderthalb Minuten ja schon sehr geduldig. Ja. Ach, das meinst du mit Kraterbildung? Ich dachte, yeah. Du meinst, du schneidest da weiter rein. Na, dann Nein. War ja alles safe. Na, dann ist ja alles cool. Ja. Das ist gut, dann fahren die anderen dahin. Ich habe Zeit in der Zeit zu duschen. Sehr gut. Dann, mit einer Dusche kann man die Folge immer beenden. Findest du? Ich bin noch so wach. Das ist ja auch ich nicht. Primär mein Problem. Das stimmt. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Na, meine kleinen Zimtsterne. Ja, es ist Weihnachten. Für mich, also fast. Das war eine ganz, ganz wichtige Folge, denn erst durch das Gespräch Karbans und des Koreaners ist mir aufgefallen, dass ich einen riesen Fehler mache. Also tatsächlich einen unglaublich großen Fehler. Und zwar schiebt ja Flumi völlig unsinnigerweise die völlige psychische Versteinerung und Entartung Jojos immer auf mich. Und ich muss natürlich sagen, nein, es liegt in deiner Natur als Spielerin, dass dein Charakter so wird, bla bla bla. Was wir aber, also wir müssen beide einfach die Schuld auf Daddy und Karban schieben. Der macht doch gar nichts dagegen. Der als guter Freund, der kommt ja offensichtlich besser mit dieser ganzen Foltergeschichte von vor 1000 Jahren klar, ist die, ist auch okay.
dann hat er natürlich jetzt in der Pflicht, ne, da einzugreifen. Positiv am besten. Macht er einfach nicht. Unverschämt. Dummes, hässliches Schwein. Stattdessen benutzt er sie ja offenbar als Geldmaschine. Und damit beziehe ich mich auf, naja, wenn wir die noch ein bisschen mit dem alleine gelassen hätten, dann hätten wir schon noch ein paar Monetas machen können vielleicht. Ich meine, du weißt ja, das rumpelt schon, die reden dann alle irgendwann. Unglaublich, wie er diese kranke Frau ausnutzt. Ist einfach nicht in Ordnung. Möchte ich mich auch gegen verwehren. möchte ich scharf kritisieren, tatsächlich. Ja, ja. Ja, ja. Gut. Ansonsten habe ich schon eine Wetter auf YouTube eine Runde gefunden. Im Kanal verlinkt Mitch, glaube ich. Hab's mir nicht angeguckt. Ausrede wie folgt, das, was alle auf YouTube sagen, die da irgendwas hochladen. Ah, das frisst so viel Zeit, das zu machen. Oh, mindestens 5 Minuten habe ich jetzt gebraucht. Und da musste ich halt echt aber noch richtig viel masturbieren. Na? Deswegen habe ich leider nicht reingeguckt. Aber das, was ich so, ich habe mal durchgesetzt. Technisch unglaublich krass. Also mit Einspielern und Nachrichtensprechern eingespielten und eingefilmt und was weiß ich und heftig. Das ist eine abgefilmte Tischrunde. Aber eine abgefilmte Tischrunde, wo halt einfach keine Ahnung. Also die haben dort Filmset-Strahler und so ein Shit stehen. Und Kameras entsprechend. Also es sieht schon ziemlich schmuck aus, sag ich mal. Es steht auch direkt auf dem Kanal als Beschreibung, dass es bei ihnen um Qualität statt um Quantität geht, so. Was halt witzig ist, weil bei uns genau das Gegenteil steht. Und es trifft auf beide Kanäle auch zu. Also da kann man durchaus mal hingucken. Das ist, soweit ich das mitgekriegt habe, irgendwie eine Anfängerrunde. Die auch nicht wussten, dass das Shadowrun wird, also die Spieler, sondern irgendwas Cyberpunkiges. Und dann halt direkt Attacke. Genau, da gehst du mal hingucken. Aber nun möchte ich gerne noch, weil ich das hier gerade sehe, meinen Ärger sinnlos wieder bei dir abladen. Danke schon mal. Immer wenn ich ein fucking Video hochlade, schlägt mir YouTube penetrant vor, hey, Boy, mach da mal da einen Abspann hin hinter dein Video. Da kann man da draufklicken, da führt das wohin zum Beispiel. Eine Seite, so wie unser WordPress-Shit. Oder irgendwie, keine Ahnung, du könntest mit einem Klick dann, da würden die Leute direkt abonnieren. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht als Seite tatsächlich mal Pornhub oder so verlinke. Aber ich glaube, YouTube würde das ja auch nicht so mögen. Wäre aber eigentlich schön zur Entspannung nach so einer Runde. Und ich, falls mir jemand sagen kann, wie ich das wegkriege, dass mir das jedes Mal vorgeschlagen wird, wäre das richtig nett. Dann habe ich mir überlegt, gibt es tatsächlich was Sinnvolles, was ich mit dieser Funktion machen kann? Ich könnte zum Beispiel hier Snowcats Linksammlung von Shadowrun da reinpacken, weil die halt so ziemlich das umfangreichste ist, was ich bisher gesehen habe. Aber das kann ich auch einfach jetzt, da ich es angesprochen habe, hier unter diesem Video machen. Ja, völlig sinnlos. Achso, Snowcat auch verlinkt, weil das ist tatsächlich sehr umfangreich. Also auch deutlich umfangreicher als alles, was ich da irgendwie in Richtung gesehen habe, so bei irgendwelchen Sharon-Wikis und so, den offiziellen, die es da gibt. Ja. Das nervt mich nicht. Und dann dieses, da könnt ihr direkt abonnieren. Was ich immer nicht verstehe, ist diese Haltung zum Abonnement auf YouTube. Das ist doch übelster Bullshit. Das Abo wurde doch dafür geschaffen, dass jemand sagen kann, was wir machen, ist ja auch nicht so behindert und ich habe eh zu viel Freizeit, da wär's schon Harzen. Hier, wenn ich da drauf drücke, dann sehe ich immer, wann da was kommt. Cool. Was ja bei uns schon völlig sinnlos ist, weil wir immer eigentlich an einem Tag so ein Video hochladen und wenn mal zwischendurch was kommt, ui. Also wir sind ja tatsächlich relativ, ne? So. Und das ist ja nicht für, das ist diese Haltung von wegen, du hilfst mir total mit einem Abo und einem Like und so. Bäh. Alle, die mit YouTube kein Geld verdienen, bei denen ist das schon mal eine durch Selbstbetrug erschaffene sinnlose Lüge. Und ich hasse diese Haltung einfach.
diese Vergleichskultur auch und ich kann einfach nur reiern und dann will YouTube jedes Mal, dass ich das mache. Jedes Mal. Das ist einfach Entmündigung. Ploppt so ein Link auf. Hier, abonnier mich doch mal. Mach das doch mal. Das findest du doch gut. Guck dir das mal an. Ich meine, hey, du bist bestimmt zu blöd, diesen Button, der direkt unter dem Video neben dem Namen des Kanals ist, zu drücken. Ich meine, das kannst du nicht. Guck dich mal an, wie hässlich du bist. Und das eigentlich Schlimme daran ist, weil es diese Funktion gibt, ist sie offenbar, und auch schon lange gibt, nur jetzt wird sie mir das mal vorgeschlagen, ist es offenbar eine Funktion, die das bewirkt, was sie halt bewirken will, ne? Dass die Leute dann da draufklicken. Da muss ich mich doch fragen, wenn das funktioniert, wie dumm sind denn dann die Leute? Klicken die da wirklich eher drauf, wenn es dann am Ende des Videos ist und man vielleicht noch sagt, hey, guck mal hier, anstatt da unten? Ich meine, gefällt ihnen der Scheiß besser, weil es ihm am Ende gesagt wird? Das ist ja, wo leben wir denn? In genau derselben Kategorie immer, wenn ich jetzt irgendjemanden auf YouTube auf einen Kommentar antworten will, sagt ihr mir jetzt mal, hey, wusstest du schon, dass du jetzt einen Kommentar anpinnen kannst, dann ist der ganz oben. Oder du kannst ihm so ein Herzchen geben. Da kannst du quasi deine Kommentare moderieren, wegen dem ganzen Hate, den es im Internet gibt. Also offenbar ist jeder, der Videos auf YouTube guckt und kommentiert, ein Hund. Denn ich soll ihm offenbar mit dem Glöckchen, also dem Herz, suggerieren, was gut ist und was nicht. Was ist das denn? Da kommt ja noch mehr in... Also, die Kommentare auf YouTube, ne? Ich bin ja sehr glücklich mit den Kommentaren, die wir bekommen auf YouTube und WordPress. Weil sie nicht so inhaltsleer sind, wie das, was ich sonst so sehe. Die sind ja jetzt schon auf YouTube, ist alles völlig inhaltsleer, was da steht. Und das wird noch schlimmer, wenn man sich erhofft, oh, wenn ich irgend so einen Scheiß schreibe, wie, boah, das ist voll geil, ich freue mich immer total, wenn du ein Video machst, dann muss ich ja jedes Mal sagen, es hält mich richtig auf, das ist so nice, Alter. Geiler Content, du bist einfach der Beste. Und wer mir zustimmt, der kann dann den Kommentar wieder nochmal liken. Da kommt ja jetzt noch mehr, damit man angepinnt wird vielleicht. Oder damit man ein Herzchen kriegt. Also vielen Dank für die Kommentare. Ich hasse das ja eigentlich, ne? Aber es ist tatsächlich cool. Fast jedes Mal, wenn ich in die Kommentare gucke, denke ich, nice, da antworte ich doch gerne drauf. Manchmal ist es halt schwierig, wenn es einfach sowas ist wie, keine Ahnung, das und das war übelst cool, dann freue ich mich und denke mir, ja, cool. Aber weiß natürlich nicht, was da jetzt lang ausgiebig schreiben soll, ne? Aber wenn ich da bei anderen gucke, dann denke ich mir erstmal, boah, was machst du denn da? Was schreibst du denn da? So, ja, okay. Was willst du denn antworten auf so völlig, völlig inhalts- und bedingungs- und zusammenhangslosen... Ich weiß nicht, ich bin verzweifelt. Weil das so ausschlaggebend, also so beschreibend ist für das, was offenbar normal ist. Insane. Na gut. Reich auch mal wieder. Muss aber tatsächlich raus. Gut. Was ich übrigens gut finde, sie haben diese Herzfunktion, das muss es noch sein, sie haben diese Herzfunktion eingebracht, aber sie haben nicht den Bug behoben, dass wenn ich irgendwie 75 Zeilen schreibe und dann auf Antworten drücke, dass dann kommt, das kann gerade leider nicht gemacht werden, du müsstest die Seite nochmal neu laden, das dann reinkopieren, aber dann geht das okay. Der Bug wurde, der ist noch da, der ist ja auch relativ, der ist auch nicht so nervig, muss ich sagen, der ist tatsächlich echt okay. Cool. Das Bild ist von Evil TV mit dem Titel Doomsday. Warte mal, war das die richtige Reihenfolge? Ist auch egal. Die Intro-Musik von Lamprey mit Parasite und auf dem Greener Grass und Outro-Musik von The Cheese Mites mit Cheese More on a Peace Garage. Aber rechter scheiß Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Mates Bros.